Hier haben wir jetzt alles gesehen und können die Höhle verlassen. Ich verwende grundsätzlich die Treppen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich das Wasser sonst manchmal seltsam verhält. Na schau, ein Zettel am Spieß. Ich muss das prüfen, das Gefängnis ist komplett leer. Und dann muss ich sicher sein, dass die Kreaturen bei der richtigen Temperatur aufbewahrt werden. Ich weiß von Jehibis, dass der Raum für die Kreaturen regelmäßig kontrolliert werden sollte. Die Klimaanlage ist nicht perfekt geeignet, so ist es notwendig, sie ab und zu wieder einzuschalten. Aber ich weiß nicht, wo sie sich befindet. Einige Ehibis erklärten mir, dass eine kleine Karte an einem geheimen Ort versteckt ist. Das könnte mir helfen, die Klimaanlage zu finden. Ich habe endlich verstanden, dass ich die Bedingungen zu erfüllen habe, um das Age weiter zu erforschen. Ich werde die Gefängnisinsel erst danach besuchen und vielleicht weitere Inseln entdecken. Das scheint eine fesselnde Nachricht zu sein. Also dann wieder auf den Spieß damit. Dann wollen wir uns mal auf die Suche nach der Klimaanlage machen. Hätten wir den Zettel nicht gelesen, würden wir jetzt vor verschlossener Tür stehen. Aha. Die Klimaanlage kühlt etwas auf dieser Insel da drüben. Ich würde vermuten, die Kreaturen.
Also gut, lass uns nach den Kreaturen sehen. Dort ist der Weg, den wir noch suchen müssen. Er führt dorthin. Diese Tür wäre geschlossen ohne eingeschaltete Klimaanlage. Das ist echt gruselig. Gefängnisinsel ist ein ganz besonderer Plan. Es ist einfach, die Käfige zu besuchen, wo Kreaturen platziert wurden. Aber um ein hohes Sicherheitsniveau zu erreichen, muss eine geheime Prozedur durchgeführt werden, um es jedem Forscher zu erlauben, die Insel wieder zu verlassen. Na prima.